Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, heute an Heiligabend haben wir eine ganz besondere Episode für euch. BMW hat uns nämlich den M2 Competition für 14 Tage zur Verfügung gestellt, damit wir ihn für euch testen können. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei BMW bedanken, dass sie uns diesen Test ermöglicht haben, denn dies ist keine Selbstverständlichkeit. Also, vielen Dank BMW. Wenn ihr aber nun wissen wollt, wie der M2 Competition in unserem Test abgeschnitten hat, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Der M3 der Neuzeit? Hier ist er, das Objekt der Begierde eines jeden waschechten BMW M-Fahrers, der BMW M2 Competition. Tiefer, schneller, stärker. Als Competition greift der M2 Werte einer vergangenen Ära auf und wird Fahrzeugen aus der Mittelklasse mehr als gefährlich. Aber der Reihe nach. Fangen wir erst einmal beim Design an. Schaut man sich den M2 Competition von außen an, bemerkt man, dass BMW beim Competition mal wieder auf kleine, aber effektive Änderungsmaßnahmen gesetzt hat. Die wichtigsten Punkte hierbei sind die neu designten Nieren, die neuen adaptiven LED-Scheinwerfer und die neuen aerodynamisch perfektionierten Außenspiegel. Der Competition sieht durch die kleinen Änderungsmaßnahmen um einige Jahre frischer aus. Auch der sogenannte Stance beim Competition ist für ein Fahrzeug ab Werk absolut on point, denn er ist schon ab Werk etwas tiefer als der normale M2. Somit steht der Wagen jederzeit bullig und aggressiv da. Ein Anblick, der mir des Öfteren ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Die gesamte Frontpartie, die Seitenlinie, die breiteren Radkästen, die Dachlinie, die Formsprache. Was BMW mit dem M2 designtechnisch auf die Beine gestellt hat, ist schlicht und ergreifend ein Gedicht. Dieses Fahrzeug ist für mich persönlich mit dem BMW M4 und dem M8 Grand Coupé Concept das schönste BMW M-Fahrzeug seit langem. In Zeiten von designtechnischem Einheitsbrei schafft es der M2 Competition, sich mit seinem emotional progressiven Design abzuheben und seine Merkmale im BMW-Portfolio zu etablieren. Alleine der Motorraum könnte glatt als moderne Kunst durchgehen. Einfach klasse. Wenn wir uns die technischen Specs vom Competition ansehen, sehen wir, dass es leistungstechnisch einen massiven Sprung nach vorne gab. Der M2 Competition hat nun ganze 40 PS und 85 Newtonmeter mehr als sein Vorgänger. Das sorgt dafür, dass man sowohl mit Handschaltung als auch mit DKG 0,1 Sekunden schneller von 0 auf 100 ist und auch die Vmax von 270 auf 280 km/h ansteigt. M-Drivers Package vorausgesetzt. Halten wir also fest, 410 PS, 550 Newtonmeter und 4,2 Sekunden von 0 auf 100 und eine Vmax von möglichen 280 km/h. Das ist Porsche-Niveau. Möglich macht das der aus dem M4 bekannte S55 B30 Motor der M GmbH. Ja, ihr habt richtig gehört, der M2 Competition kommt mit dem Motor des M4 um die Ecke. Zusammen mit der Vorder- und Hinterachse des M3 und M4 ergibt das Mittelklasse Motorsporttechnik im Kompaktwagensegment. Auch das ist absolut einzigartig. Der normale M2 hatte nämlich den N55 B30 unter der Haube. Ein genialer Motor mit viel Performance, aber eben kein echter M-Motor. Das war für viele M-Enthusiasten der Grund, den M2 nicht zu kaufen. Beim M2 Competition jedoch hat BMW diesen Kritikpunkt beseitigt und ein Fahrzeug auf die Beine gestellt, was keine Wünsche offen lässt. Der Competition sieht nicht nur aus wie ein echter M, er fährt auch wie ein echter M. Kommen wir zum Fahrverhalten und zur Dynamik. Bei meiner ersten Fahrt durch schnelle Kurven fiel mir auf, dass der M2 Competition für ein Coupé sehr verwindungssteif war. Ob nervige Spurrillen oder schnelle Lastwechsel, den M2 Competition bringt so gut wie nichts aus der Fassung. Das Feedback der adaptiven Lenkung gepaart mit dem für den Alltag und für die Strecke abgestimmten Fahrwerk vermittelt ein überdurchschnittliches Sicherheitsgefühl. Auch bei schnellen Lenkmanövern hat man das Gefühl, in einem waschechten Sportwagen zu sitzen. Jeder kleinste Lenkbefehl wird umgesetzt, sodass man das Fahrzeug präzise durch die Kurven manövrieren kann. Wenn man aber mal komfortabel unterwegs sein will, meistert der M2 Competition auch diese Disziplin problemlos. In Alltagssituationen war der M2 ein toller Begleiter und ließ nichts wirklich vermissen. Im Komfortmodus lässt der M2 gewisse Latenzen zu, um einen gewissen sportlichen Komfort bieten zu können. Im M-Mode jedoch reagiert der Wagen absolut latenzfrei. Jeder Gasstoß, jeder Lenkbefehl ist absolut präzise und das Fahrzeug stürmt mit einer in dieser Klasse unbekannten Vehemenz nach vorne, dass einem die Freude am Fahren wieder bewusst wird.
Das DKG-Getriebe arbeitet ebenfalls sehr präzise. Man kann die automatisierten Schaltzeiten weiterhin per Schalter oder Knopfdruck am Lenkrad einstellen. Wenn man aber mal wieder selber schalten will, bieten einem die Schaltpedals die ultimative Möglichkeit dazu. Kein Wunder, warum über die Hälfte aller M2-Kunden zum Doppelkupplungsgetriebe greift. Alles in allem ist das Fahrverhalten im M2 Competition ein unfassbar positives Erlebnis. Begeben wir uns in den Innenraum, so erkennen wir direkt die Königsdisziplin der Münchner. Das fahrerorientierte Cockpit. BMW hat hier, ähnlich wie bei den früheren Modern Era BMWs, eine Designsprache, die sich durch alle Fahrzeugreihen zieht. Das Design ist auf Premium-Niveau und vermittelt eine solide Verarbeitungsqualität. Wie auch nicht anders zu erwarten, ist auch beim M2 fast alles mühelos und intuitiv zu bedienen. Alle Knöpfe und Schalter sind gut bedienbar und am richtigen Platz. Ausgenommen die Schalterkulisse der Assistenzsysteme. Diese erfordert leider mehr Aufmerksamkeit und ist während der Fahrt so gut wie überhaupt nicht zu erkennen. Auch die Drehregler des Klimabedienteils sind etwas wackelig und vermitteln einen nicht so hochwertigen Eindruck. Ebenso die silberne Abdeckung der DKG-Schaltkulisse. Diese sitzt nicht fest genug an Ort und Stelle und lässt sich ganz leicht mit den Fingern hin und her bewegen. Ganz anders sieht es aber mit der Materialwahl und Anmutung aus. Die Verarbeitung und der Materialmix sind wirklich gut. Das Armaturenbrett zum Beispiel besteht nahezu komplett aus Softtouch-Oberflächen. Erst darunter fangen die ersten Hartplastikteile an, ihren Platz einzunehmen. Auch sonst gibt es beim M2 Competition kaum etwas zu meckern. Und wenn, dann ist es Meckern auf sehr hohem Niveau. Sehr hohem Niveau. Die neuen Sportsitze mit leuchtendem M2-Logo waren ebenfalls ein Gedicht. Sobald man sich reinsetzt, umschließen sie einen und geben einem das Gefühl, der Herr über dieses Fahrzeug zu sein. Man verschmilzt quasi mit diesem Fahrzeug. Längere Strecken, auch bei sehr schlechten Straßenbedingungen, waren problemlos möglich. Das aktuellste iDrive-Infotainment-System lässt derzeit keine Wünsche offen. Das zentral angeordnete, hochauflösende Display verfügt nun über eine Touch-Funktionalität, genauso wie der iDrive-Controller, auf dem man jetzt sogar Buchstaben sowie Zahlen per Wischgesten eingeben kann. Das iDrive-Menü ist nun aufgeräumter und bietet jetzt 6 große Menüpunkte, in denen sich zahlreiche Einstellungen vornehmen lassen. Was bei unserem Testfahrzeug auch an Bord war, war BMW Connected Drive. Die permanente Internetverbindung, welche unabhängig von eurem Smartphone eine Verbindung zu den BMW- und Drittanbieterdiensten herstellt, lässt unzählige neue Optionen zu. Ob das aktuelle Wetter, News, Online-Suchen, Wikilocal, Yelp, Reiseführer, E-Mail vorlesen lassen oder Online-Entertainment per Deezer. Man ist nicht mehr auf das Datenvolumen auf seinem Smartphone angewiesen. Man muss sich generell keine Sorgen mehr um eine Internetverbindung machen. Genau das zeichnet das aktuelle iDrive-System aus. Die Navigationsfunktion im M2 funktionierte tadellos. Adresse eingeben, Zielführung starten, fahren und ohne Probleme ankommen. Sprich, ein in jeder Hinsicht perfektioniertes Navigationssystem. Natürlich sind auch Dinge wie WLAN, Bluetooth, AUX und USB-Schnittstellen ebenfalls an Bord. Das Koppeln des Smartphones geschieht schon während des Ausschließens des Fahrzeugs, sodass man, wenn man das Fahrzeug startet, eine direkte Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-System hat. So muss das sein. Tolle Arbeit, BMW. Das waren jetzt viele positive und sehr wenig negative Punkte. Warum das so ist? Weil BMW mit dem M2 Competition wieder auf alte Werte gesetzt hat. Kleines Auto, großer Motor, viel Leistung. Der M2 ist endlich ein waschechtes German Pony Car geworden. Es hat zwar sehr lange gedauert, aber nun gibt es endlich wieder einen M, der der Konkurrenz da draußen das Leben zur Hölle macht. Am Anfang des Videos haben wir die Frage gestellt, ob der M2 der M3 der Neuzeit ist. Und jetzt haben wir endlich die Antwort darauf. Ja. Die Lücke, die der E46 M3 nach seinem Produktionsende hinterlassen hat, füllt der M2 Competition definitiv und mit voller Überzeugung aus. Endlich gibt es wieder einen BMW mit kompakten Ausmaßen, einem genialen Triebwerk und überdurchschnittlicher Leistung. Genau diese Attribute galten für die früheren M3 Modelle. Lediglich die kleinen Schwächen im Innenraum sowie der etwas hohe Verbrauch bei realistischen Alltagssituationen sind zu bemängeln. Fazit: Wer einen nagelneuen BMW in E46 M3 Manier sucht, wird mit dem M2 Competition fündig. Das gesamte Konzept hinter diesem Fahrzeug erinnert sehr stark an den E46 M3. Auch der Fakt, dass man ein Fahrzeug des Kompaktwagensegments fährt, aber echte Motorsporttechnik der Mittelklasse unter der Haube hat, macht den BMW M2 Competition zu etwas ganz Besonderem.
Weder RS3 noch CLA45 AMG können einem echte Motorsporttechnik aus der Mittelklasse bieten. Der M2 Competition ist dir also verdient der einsame Platzhirsch. Ab 61.900 Euro ist dieser Traum von BMW zu haben. Mit einer Ausstattung wie unser Testwagen sie hatte, kommt man aber auch gut und gerne auf über 70.000. Das mag für ein Fahrzeug der Kompaktklasse viel klingen, aber man muss bedenken, dass sich unter diesem kompakten Kleid quasi ein kleiner M4 verbirgt. Allein das rechtfertigt diesen Preis. Wer wirklich Freude am Fahren erleben und mit einem Dauergrinsen unterwegs sein will, sollte den M2 Competition ganz oben auf seine Liste setzen. Dieser Wagen verdient von uns eine absolute Kaufempfehlung. So Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst auch nicht, unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle zu besuchen. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Eure BAFMO-Crew.